Hey ho und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Damit mir nicht der gleiche Fehler passiert wie beim letzten Mal, werde ich meine Seelen jetzt einfach mal verbraten. Und ihr wisst, wofür ich das hier tue, ihr wisst es. Ich stecke mal die Punkte in Stärke, weil der Wert ein bisschen klein ist. So, werde jetzt auch die Vorbereitung soweit abschließen. Was heißt Vorbereitung abschließen? Aber ich werde mich mal hier ein wenig umgucken, um ein bisschen zu looten. Hier sehen wir gerade einmal eine Menschlichkeit erhalten, die, wie ich ja schon... ja, in den vorhergehenden Videos relativ als wichtig deklariert haben. Moment, da gehen wir noch... oder gehen wir da schon mal lang oder gehen wir da nicht lang? Nee, da gehen wir noch nicht lang. Gehen wir erstmal hier lang, weil hier gibt es auch noch Zeug, was ich nachher oder in der nächsten Video noch brauchen werde. Ein bisschen Feuerzeug. Da wir nicht mit einem Pyromanten gestartet sind, sind frühzeitige Bomben, Pyromantie und so ähnlich immer oder relativ wichtig für mich zu diesem Zeitpunkt hier. Hallo! Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. So, wenn man mit diesem Knaben hier mehrmals hintereinander redet... Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this. As a token of peace. No, go ahead. It's for you. Yay! Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Ganz ehrlich. Aber ich sehe auch so vertrauend erweckend aus mit meiner schnuckligen Maske, dem Attrappendolch. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja. Very well. Then first, a covenant with the gods. Ach ja, Eide sind zum Widerrufen da, tralali und tralala. Ey, der hält seine komische Keule ein bisschen fies, wie ich finde, mir gegenüber. Obwohl, das war perspektivisch ein bisschen getäuscht. Egal. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Yay! So, wir können eine Geste erlernen. Schulterzucken, wunderbar, benutze ich quasi nie. Und hier könnten wir jetzt Wunder kaufen. Wunder gibt es. Und Talismane. Talismane sind sozusagen das, was der Zauberstab für Zauberer ist. Die braucht man, um Wunder zu wirken. Moment, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich genug Wille habe. Das ist, ihr seht ja diese Zeichen unten links, das Zäpfchen für Magie und der Stern für Wille. Und ich habe, glaube ich, nicht genug Wille. Moment, ich kann nochmal gerade nachsehen. Es ist... ja, bla bla bla. Ist mir auch relativ wurscht gerade, ehrlich gesagt. Was habe ich? 11. Was soll's. Passiert. Jo, was mache ich jetzt? Mal gucken. Hier oben rum gab es, glaube ich, auch noch was. Ja, das wird jetzt nochmal. Ich laufe rum und suche mir irgendwie Zeug zusammen, was hier noch rumliegt. Ich werde nicht alles finden, weil ich sowieso immer meistens alles hier übersehe oder vieles übersehe. Und genauso wie es Menschlichkeit in kondensierter Form gibt, gibt es auch Seelen in kondensierter Form, die ich quasi als... verdammt, wo bin ich hier? Ist das hier original? Ja, ist original. Die ich als Gegenstand einsetzen kann. Das hat den Vorteil, Seelen als Item einzusetzen, dass ich mir die Seelen dann in meinen Seelenpool unten rechts hole, wenn ich sie brauche. Und dann können sie mir unterwegs nicht verloren gehen. Genauso wie Menschlichkeit im Pool mir halt verloren geht, wenn ich sterbe. So, was machen wir zuerst? Ja, ich habe hier noch genug Zeug übersehen. Das Wichtigste habe ich für mich persönlich jetzt, aber ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Ausflug machen. In Richtung... wie hieß es noch gleich? Die Ruinen von Neulondo. Falls ihr euch erinnert, da bin ich letztes Mal durchgegangen, um zum Drachental zu kommen, um mir die... oh, verdammt, wo ist denn jetzt der Durchgang? Da. Um mir das schnucklige Schild zu holen. Wobei, das könnte ich mal anlegen, weil... ihr seht es vielleicht physisch in der Reihe, also in der mittleren Spalte, Schadensredu-Prozent physisch, das hier 100%. Das bedeutet, dass jegliche Standardangriffe, sofern unsere Ausdauer ausreicht, wir zu 100% blocken können, dass kein Schaden durchkommt. Wenn es der Gegner natürlich denkt, haha, ich habe eine feuerverzauberte Waffe, dann zählt für die Feuerschadenskomponente natürlich nicht der physische Block, sondern der Feuerblock, der hier bei... wie hoch ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, der ist 85%. Bei Magie sieht es schlimmer aus. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich kurz bedanken bei... verdammt, jetzt habe ich mir den Namen. Upsala, ich wollte dich eigentlich gar nicht anschnetzeln. Na egal, gib ein paar Seelen. Jo, Wanderfluch. Später wichtig.
quasi für das, wo ich eigentlich jetzt hingehe. Ich mache gleich einen kurzen Schnitt, dann gucke ich mir nochmal den Namen an und bedanke mich dann, wenn ich dran denke. Ja, ich werde hier an dieser Stelle höchstwahrscheinlich sterben. Genau deswegen habe ich mir, oder habe ich die Seelen ausgegeben, weil ich mir hier ein Item holen möchte, was meinen, wie soll ich sagen, meinen weiteren Fortschritt erleichtern wird. Aber hier gibt es eine kleine Falle, nämlich Geister. Und wie ihr sehen könnt, ich kann zwar durch Geister nicht durchlaufen, ich kann aber auch nicht blocken. Also Geisterangriffe kann ich nicht blocken, ich kann Geister nicht angreifen, keinen Schaden zufügen. Und genau deswegen bin ich jetzt hier gestorben, weil ich trotzdem nicht durch Geister durchlaufen kann. Obwohl Geister durch Wände fliegen können. Sagt ja eigentlich schon alles über die scheiß Bausubstanz aus. Wenn Geister durch Wände kommen, aber ich da nicht durchlaufen kann. Sie also nicht durch mich fliegen können. Naja, auch egal. Ganz kurzer Schnitt. Okay, jetzt habe ich den Namen wieder. Nämlich Luxywalk. Ich weiß es nicht, ob ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Der Luxywalk hatte mir eine PN geschrieben und hat gesagt, hey, Final Messenger 13, ich kenne mich hier verdammt gut aus. Und wenn du willst, darfst du davon profitieren. Ja, gerne. Ich gebe jetzt hier... Ich habe das Spiel einmal durchgespielt. Dementsprechend wird man mich hier nicht großartig spoilern können. Von daher ist mir der Punkt ideal. Die andere Sache ist die, ich habe nicht so wirklich viel Plan, wie ich einen Charakter am besten, wie heißt es, entwickeln soll und so weiter und so fort. Ob ich jetzt... Ich habe mit meinem ersten Charakter meine Stats total in den Sand gesetzt, weswegen ich über 300 Versuche für einen Endboss gebraucht habe. Und das muss ja jetzt nur wirklich nicht sein. Deswegen Hilfe, Tipps, irgendwelche Hinweise zu guten Items, zu... Ja, wie ich meine Werte distribuieren soll, also wie ich aufsteigen, aufleveln soll. Ja, Jesus, also welche Waffenwahl... Verdammt, verdammt, scheiß, nein, Hilfe, Hilfe, ich will dich, ich will dich. So, schnell zu der vertrauenserweckenden Klippe. Hier kriegen wir übrigens auch direkt das Fernglas. Das bedeutet, aua, aua, lass mich durch. Die Leiste, die unten jetzt da ist, die man quasi nicht sieht, weil ich gerade tot bin. Auch egal, Schätze eingesammelt, mehr wollte ich gar nicht. Jetzt hätte ich natürlich noch gerne gepostet, indem ich einfach wieder hier durchgekommen wäre. Aber nein! Das klappt ja nur, wenn ich es mit einem Charakter mache, den ich nicht aufzeichne. Na, was soll's. So. Ab jetzt gibt es hoffentlich wieder weniger Ladebildschirme. Weniger Ladebildschirme. Schnellere Ladebildschirme. Komm schon! Yes, geht doch. Gut, das war halt auch der Grund. Ich müsste jetzt wieder zurückrennen, meine Leiche einsammeln, um irgendwie lächerliche 100 noch was Seelen einzustreichen. Aber nein, das werde ich nicht tun. Lohnt sich nicht. Ich möchte jetzt mal ein bisschen, endlich mal vorwärts kommen. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen gelootet. Der Zweihänder ist recht... Verdammt, er blockt. Und zack! Haha! Ich habe pariert. So, mal sehen, ob ich das nochmal schaffe. Ich kann diese, teilweise diese lang aufgeladenen Schläge nicht... Die ich gerade wieder abgekriegt habe, die kann ich nicht großartig abschätzen. Wie lange sie ihr Schwert, ihre Waffe nach oben halten. Erstmal den da hinten. Jo, fein. Deswegen bin ich jetzt gerade auch froh. Darf ich dich von hinten? Danke. Ich liebe es von hinten. Mal von hinten, mal von vorn. Har, har. So, da oben ist auch noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Und zack. Wow. Ey, warum hast du nicht gekontert? Warum hast du Knabe nicht gekontert? Ah. Die Leiste, die man eben gesehen hat, war die Blutungsleiste, die eben von dem Schrift-Textblock oder was das war, verdeckt wurde. Glaube ich zumindest. So, der ist ein bisschen besser gepanzert. Und zack. Oder, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Fängt schon gut an hier. Ah ja, die Ragdoll-Funktion hier mit den Leichen ist ein wenig seltsam. Mal sehen, kann ich dich? Jawohl. Wie gesagt, parieren ist überhaupt nicht mein Fall. Überhaupt nicht mein Stil. Was kann ich nicht? Wow, ich kann hier runterfallen. So, noch eine Seele. Und was man noch machen kann ist... Boah, geschafft. Das Sprungverhalten ist übrigens scheiße. Ich muss erstmal mit Kreistaste Geschwindigkeit aufnehmen und dann im Laufen nochmal die Kreistaste drücken, damit ich springe. Ring der Opferung ziehe ich ungern an, so ein Ding. Ring der Opferung sagt, wenn ich sterbe, behalte ich, ich glaube, Seelen und... Also ich behalte meine Seelen, wenn ich sterbe, aber ich weiß nicht, wie es mit Menschlichkeit aussieht. Kann sein, dass ich meine Menschlichkeit behalte, kann sein, dass es nicht so ist. Ich könnte ja mal intelligent sein und sagen, ach ja, das war der alte Hexenrind und gucken, was drin steht. Der Träger des Selbstmordtod, keine Verluste. Ja, das heißt dann wohl, dass meine Menschlichkeit dann auch im Pool bleiben würde. Naja, egal. Der Ring geht übrigens dann kaputt nach einer Anwendung, einer unfreiwilligen, nenne ich es jetzt mal. Ja, deswegen ziehe ich ihn dann an, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich extremst viele Seelen in meinem Pool. Also lohnt es sich, das Ding einzusetzen, denn dann könnte ich beim nächsten Leuchtfeuer das Zeug einsetzen.
So, das ist eine Ratte. Ratten haben die blöde Eigenart, dass sie vergiften können. Also dann baut sich eine entsprechende Vergiftungsleiste auf und wenn sie voll ist, zack! Seuche! Ratten sind aber auch cool, weil sie Menschlichkeit droppen können. Also kondensierte Menschlichkeit, nicht die, die man in den Pool kriegt. Viel Erfolg. Ich habe meine Online-Anbindung noch drin, weil ich jetzt noch kein Feedback habe. Ups, das wollte ich gar nicht. Schlitz? Schlutz? Oh, was ich... Au, au, du, du, du. Hier, nicht ausrasten hier. Keine Panik. Panik! Oh, deswegen mag ich das Banditenmesser nicht. Es macht wenig Schaden. Also, weil ich das Spiel spiele. Ne. Ja, bei anderen, die es gut können, würde es mehr Schaden machen, weil sie das Spiel halt spielen können. So, bevor ich runtergehe, muss ich erstmal dich hier abschnetzeln. Was heißt runtergehen? Ja, wir haben auch Pyromanten quasi hierbei, die Viecher, die mit Granaten oder mit Molotow-Cocktails werfen. Die können dieselbigen Items auch hinterlassen, wenn man denn damit rumhantieren will. So, hier drin gab es hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gucke hier aber trotzdem immer mal nach. Könnte Boss hinter sein, könnte aber auch kein Boss hinter sein. Das werde ich für diejenigen, die dieses Spiel noch nicht kennen, jetzt nicht spoilern. Ja, aber hier runter, Mann, ich trinke mal lieber noch was. Weil meine Lebenspunkte sich dem Ende nähern. Sehr schlecht. Ja, Gott sei Dank habe ich dieses schnucklige Schild, ansonsten hätte ich schon mehr auf die Fresse oder aufs Fressbrett gekriegt, weil den Schaden, den ich abgeblockt habe, halt zum Teil durchgekommen wäre. So, hier gab... Das übersehe ich ja meistens. Dann denke ich, oh mein Gott, da liegt ja noch irgendeine Seele rum. Nämlich die hier. Ich nenne das einfach Seelen, weil, keine Ahnung, sind meistens Seelen, wenn es keine Items sind. So, den Architekten hier würde ich ihm gerne mal irgendwie mein Messer aus der Nähe zeigen. Keine Ahnung, was das soll. Treppe hoch, aber dann ein Brett drüber gelegt. Wahnsinn. Ne? Moment. Ah, falsch. In die Ecke mal wieder. Gut, dass hier keine Feinde kommen. Alle von hinten wäre schlecht. Oh, wir haben Klette-Kraxelhuber. Ja, da mache ich mir jetzt nicht die Mühe mit, in ihren Rücken zu fallen. Abgesehen von dem hier. Weil der Gang zu eng ist. Deswegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, im Vorgängerspiel, Vorgänger im Geiste Demon's Souls, die Rechte von Demon's Souls liegen, glaube ich, irgendwie bei Sony oder so. Deswegen durfte From Software dieses Spiel hier nicht Demon's Souls 2 nennen. Und auch nicht... Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob sie es in der gleichen Welt hätten publizieren dürfen. Keine Ahnung, haben sie nicht gemacht, weil die Rechte daran bei Sony oder irgendwie liegen. Nämlich der Vorgänger ist exklusiv für die PS3 rausgekommen. Uah, wo kommst du denn her? Ja, manchmal weiß man nicht, wo die Gegner alle herkommen. Deswegen kriegt man öfter mal aufs Maul. Und hier kriegen wir Abfall. Yay, den können wir jetzt rausbringen, obwohl wir eigentlich schon draußen sind. So, schnell hier hochkraxeln und dann kriegen wir das, wofür ich eigentlich hier bin. Bei diesen komischen Zombie-Viechern... Kommst du denn her? Naja gut, vielleicht ist es einer von denen, die ich runter habe fallen lassen. So, nehmen wir Menschlichkeit mit. Sehr schön. Moment, wo habe ich die zwei... Hat der sich gerade selbst umgebracht? Nee, da unten flitzt er noch rum. Aber hat sich vielleicht was anderes selbst umgebracht. So, stirb. Hier, Fletch, Sledge. Gut, lass mich vorbei. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier soweit, glaube ich, alles. Keine Ahnung, wenn wir nicht alles haben. Kann halt auch nicht alles wissen. Wie schön meine Frisur durch diesen Nebel noch durchscheint. Es ist eine Orientierung. Und hieran orientiere ich mich auch für weitere Seelen verloren und oder. Ich bin ziemlich knausrig. Also, keine Ahnung, ich behalte selbst diese Seelen, die wenig wert sind. Hallo? Hätten die auf der Straße nicht irgendwie ein Schild anbringen können? Vorsicht, Wechselwild oder Wildwechsel? Ja, eigentlich sollten die Drachen ja tot sein. Aber lebt halt noch einer. Obwohl. Laut Gegnerbeschreibung soll es eine Wyvern sein oder Wyvern oder was auch immer. Keine Ahnung, so wie sich manche Fliegerstaffeln genannt haben. Was machst du? Was kasperst du hier rum, hä? So. Warum komme ich nicht hinter dich? Uah. Was macht der denn hier? Macht tanzt hier Ballett rum mit seinem komischen Ausholschlag. Jo, bevor wir uns jetzt hier unten mal die Tür genehmigen, werde ich mir mal oben hier den hier von hinten von der Seite anmachen. So, Schlitz, Schlatz. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Was schön wäre, wäre, wenn er eine Armbrust gedroppt hätte. Und Blutflecken, ja, kann man anklicken und dann sieht man, wie irgendein anderer Spieler an der Stelle hier in der Nähe gestorben ist. Nämlich hier vorne hat er. Hat ihn das Zeitliche gesegnet. Ist manchmal ganz praktisch. Irgendwie habe ich immer in diesen ganzen Spieletests hier zugesehen, ja, wenn ihr irgendwelche Blutflecken findet, Holzschild ist übrigens schlecht, dann klickt sie doch an. Da kriegt ihr Hinweise, wo schlimme Gegner lauern. Weiß ich nicht. Ich habe die schnellen Gegner, schweren Gegner immer schneller am Hals, als dass ich, wie heißt es, sehe oder als dass ich gewarnt werde.
Mein Gott, das bisschen Schaden hätte ich jetzt hier aber auch noch abziehen können. Das ist jetzt hier schön mit dem Treten. Aua! Jesus! So, mal sehen, kann ich ihn aus der Fassung bringen und schnell in den Rücken? Nein! Oh oh! Oh oh! Schnell! Bitte nicht treffen! Danke! Piu! Eigentlich kann man die Viecher ganz gut parieren, aber natürlich dann nur dann, wenn man nicht ich ist. Okay, mit den schnuckligen Seelen, die ich gerade in der Tasche habe, würde es sich fast lohnen, zum nächsten Leuchtfeuer zu rennen. Ach ja, was ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt hatte, ist folgende. Hier platzen die Regale an der Wand, oder was? Oh, ach ja, stimmt. Und, verdammt, zu spät. Ja, jetzt machen wir ihn halt nochmal mit dem blöden Messer. Es wird eine Zeit kommen, wo ich meine Waffe wechseln werde. Weil eigentlich ist die, ich denke mal, eigentlich passt es eher zum Dieb mit einer relativ schwachen Waffe. Irgendwie zum Gegner hin, in den Rücken, leise und so weiter. Aber ich kenne das nicht. Da sterbe ich eher. Oh? Habt ihr euch schön ausgekaspert? Bist du tot? Jawohl. Schlitz, Schmutz, Schluddel. Oh oh, meine Ausdauer ist fast hinüber, aber dank dessen, dass ich einen ziemlich guten Schild habe, kann ich hier schön viele Angriffe parallel parieren. Es wird eine Zeit kommen, da kann ich das nicht mehr. Da wird sich das rächen, wenn ich weiter so spiele, wie jetzt gerade. Aber alle Anfang ist leicht, wobei allein für das Stückchen hier habe ich schon in meinem allerersten Durchgang stundenlang gebraucht. Naja gut, stundenlang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber recht lange. Moment, hier konnte man wieder an diese Stelle. Sehr gut. Okay, so, bevor wir das mal hier mal eine Episode im Ganzen sein lassen, möchte ich noch eine Sache erledigen. Und zwar, gut, den Weg hätte ich jetzt rausschneiden können. Naja, ach verdammt, jetzt bin ich hier wieder falsch gelaufen. Naja, passiert, wenn man das nicht im Kopf hat. So, nämlich in dem Gebäude, wo wir uns eben hingemacht haben, nutzen wir die Gelegenheit, bevor wir am nächsten Leuchtfeuer rasten, dass hier alle Feinde weg sind und kommen noch hierhin zu einem Händler. Hallo, Händler. Aber ich höre mich nicht so an. Diese Lache. So, ich werde mir ein bisschen was kaufen. Aber das hier nicht. Das Ding braucht man, wenn man selber Nachrichten verfassen, ansehen und bewerten will. So. Nee, mach mal anders. Ich möchte mir jetzt einfach nur so viele große Pfeile kaufen, wie es gerade geht. Ihr wisst wozu. Ihr wisst wozu. Und hier kann man noch Ausrüstung kaufen, aber ich mag seine Lache nicht. Deswegen, flott! Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn ihr jetzt denkt, oh, man kann NPCs umbringen. Ja, kann man. Das ist auch toll. In diesem Fall jedenfalls. Was, der lebt noch? Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Har har. Nämlich, ich kriege jetzt den Anwesenschlüssel, die Menschlichkeit und den orangenen Führungsspeckstein umsonst. Und das Uchigatana. Eine meiner Lieblingswaffen im Spiel. Eine eher auf. Verdammt, ich habe noch nicht genug Stärke. Shit. Ja, das, dem müssen wir uns gleich aushelfen. Meine favorisierte Waffe für lange, lange Zeit. Wahrscheinlich das Uchigatana. Und, wenn ihr euch jetzt denkt, ich kann NPCs umbringen. Japp. Ist es gut, alle NPCs umzubringen? Nein. Das Spiel hantiert oder spielt sich so wie das reale Leben, was das Speichern angeht. Nämlich, das Spiel speichert ziemlich permanent automatisch. Das bedeutet, habe ich denn... Ich habe jetzt eine Menschlichkeit im Pool. Ich weiß aber nicht, weswegen. Ich werde sie aber hier nicht einsetzen. Moment, ich habe die Seelen gerade zum Verwenden. Dann nehmen wir uns ein bisschen was. 200, irgendwie sehr wenig. Ich weiß nicht, ob ich damit auskomme, weil ich jetzt noch... Moment, wie viel Stärke? Ich brauche, glaube ich, noch 2 Stärke, um das Uchigatana auszurüsten. Ja. Nehme ich mal ein bisschen was im Pool hier. Und das Spiel speichert sozusagen permanent parallel. Das bedeutet, das liebe echten Leben. Wenn ich mir denke, ach ja, ich überfall meine Bank... Und nachdem ich die Bank überfallen habe, werde ich gefasst. Mist, passt noch nicht ganz. Wie viel brauche ich jetzt noch? Nötige Seelen 800. Na, mal sehen, wie weit ich noch komme. Und denke ich, ach ja, jetzt bin ich gefasst worden. Lade ich mal den Spielstand. Das geht nicht im wahren Leben. Das geht auch hier nicht. Nämlich das Spiel... Oh, ich habe noch eine, sehr schön. Das Spiel speichert quasi parallel. Das heißt... Ach so, das war jetzt eine größere Seele. Verdammt, das habe ich gar nicht erkannt. Der Spiel speichert permanent parallel
Und jegliche Entscheidung, die man hier trifft, die ist absolut. Da kann ich nicht einfach hier neu laden und sagen, nee, das mache ich jetzt anders, ich lasse ich leben. Nee. Der ist tot. Einmal tot, tot. Genauso wie man selbst. Quasi. So. Ich kann das Uchigatana ausrüsten, doch wie gut wird es sein? Und was wird mich weiterhin erwarten? Erfahren wir es beim nächsten Mal von Let's Play Dark Souls. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ach ja, wenn euch qualitätsmäßig oder irgendwas nicht passt, sagt einfach Bescheid. Ich gebe mir größte Mühe, aber man kann nicht alles perfekt hinkriegen immer. Bis dann, ciao.